Ich sag mal Tachchen, mein Name ist Thorsten Lenz und ich begrüße euch zur ersten Folge von Tischlerei mit Thorsten. Wir sind heute hier im Fitnessraum. Keine Sorge, wir machen heute kein Fitness. Wir gehen heute auf die Barrikaden. Wir haben hier drüben auch schon ein Beispiel, haben auch schon angefangen und hier haben wir auch alles, was wir brauchen. Allgemein. Aber erstmal gehen wir auf die drei Arten ein, die es an Barrikaden so gibt. Für keine der Barrikaden braucht ihr übrigens Skillpunkte, ja? Dass das gleich mal klar ist. Also weder in Tischlerei noch hier irgendwas von einem Metallfuzzis. Es gibt die einfache Holzbarrikade, die wir auch hier drüben sehen. Und die braucht den Hammer hier, zwei Nägel und ein Holzbrett. Dann gibt es die Metallbarrikaden. Da braucht man einen Lötkolben für eine Schweißermaske und ein ganz großes Metallstück. Und dann gibt es noch Metallstangenbarrikaden. Da braucht man einen Lötkolben für eine Schweißermaske und drei Metallstangen. Jedes Brett hier, also ein einzelnes Brett, hat 1000 HP. Und insgesamt kann man ja davon vier innen und vier außen anbringen. Also hat es dann insgesamt nach Adam Riese 8000 HP. Bei zwei Brettern, wir haben jetzt hier draußen natürlich auch Viere, aber bei zwei Brettern kannst du noch durchkicken und bei Viere nicht mehr. Das ist auch von der Akustik, hörst du natürlich auch einen Unterschied. Eine Metallbarrikade hat 5000 HP und jeweils eine innen und außen sind dann halt 10.000 HP. Die haben natürlich auch einen Lärmschutz und einen Sichtschutz, auch natürlich. Und so eine Metallstangenbarrikade, die hat ebenfalls 5000 HP, aber die hat natürlich keinen Sichtschutz und auch keine Akustik, weil ist ja eine Metallstangenbarrikade. Die Bretter könnt ihr einfach mit einem Rechtsklick hier entfernen. Dann nehmt ihr entweder euren Hammer oder ihr könnt auch euer Brecheisen nehmen. Ein Brecheisen kann man auch nehmen. Und dann nimmt ihr das auch ab. Und mit Rechtsklick könnt ihr wieder die Barrikade ransetzen. Wie ihr jetzt hier gerade gesehen habt. Alles, was ihr dazu braucht, sind halt, wie ihr sagt, zwei Nägel. Und ein Holzbrett. Für die Metallplatten und die Stangen braucht er dann wiederum den Lötkolben und die Schweißermaske, um die Scheiße da wieder abzunehmen dann, ne? Ihr könnt auch eure Türen zuballern mit die Scheiße, aber sofern er natürlich da einen zweiten Stock habt, natürlich, weil sonst kommt er nicht mehr raus. Da macht er dann ein Fenster kaputt und haut euch da hier irgendeine Kacke, Seil oder irgendwas durch und dann kommt er da so runter. Also, wenn er überhaupt noch könnt. Hier keine alten Männer oder Frauen seid, ne? Bis da. Und wir machen hier die Kacke mal noch fertig. Wir haben Bock, dass hier irgendwas passiert, dass hier irgendjemand durchkommt. So. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auch mal Feierabend. Und ich sag schön mit Ö.